Ich bin Stefanie Sebastian Pillay und bin Medizinstudentin im sechsten Jahr und setze mich als Gesundheitsaktivistin für den Kampf gegen die Klimakrise ein. Wir befinden uns im Jahr 2021. Ein Jahr gibt es schon Corona und schon jetzt, am Anfang des Jahres, merken wir weitere Katastrophen durch die Klimakrise. Was die beiden miteinander gemeinsam haben, es sind beides menschengemachte Desaster und vermeidbar. Auch Corona war vermeidbar. Ihr habt bestimmt schon von HIV, SARS, MERS, Ebola oder dem Zika-Virus gehört. Corona reiht sich als sechste globale Gesundheitskrise in diese Reihe von Gesundheitskrisen ein, seit der spanischen Grippe. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie Zoonosen sind. Das sind Erkrankungen, wo Viren von Wildtieren auf Zwischentiere übertragen werden, dort mutieren und dann Menschen anstecken können. Das ist ein Prozess, der ist schon immer passiert. Allerdings vermehren sich diese Vorkommen in den letzten Jahrzehnten. Warum? Weil Mensch und Tier immer weiter zusammendrücken müssen, um Ressourcen sicherzustellen, die der Kapitalismus braucht. Um das herzustellen, unseren ewig steigenden Konsum von Fleisch und anderen Fleischprodukten, werden gesamte Ökosysteme und somit auch die Lebensräume von Tieren zerstört. Doch genau diese Mechanismen wirken wie Turbobeschleuniger für Virusmutationen. Wenn wir so weitermachen, warnen uns WissenschaftlerInnen, dass diese Pandemie nicht die letzte sein wird. Über 800.000 Viren warten in Säugetieren und Vögeln darauf, weiter zu mutieren und den Menschen damit anzustecken. Massentierhaltung und Rodung von Wäldern kennen wir eigentlich als Ursache von einer anderen Krise, nämlich der Klimakrise. So wie wir wissen, dass Corona keine abgekapselte Gesundheitskrise ist, ist auch die Klimakrise nicht nur eine ökologische. Das medizinische Fachjournal The Lancet hat gesagt, dass die Klimakrise die größte Gefahr für die globale Gesundheit im 21. Jahrhundert sein wird. Gerade jetzt merken wir, wie es eigentlich um unsere Gesundheit und unserem Zugang zum Gesundheitssystem überhaupt steht. Selbst in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt und einem der besten Gesundheitssysteme der Welt, merken wir, dass wir komplett überfordert sind, uns immer wieder Wellen der Erkrankungen einholen, wir immer mehr Tote verzeichnen müssen. Doch vor dem Virus sind wir nicht alle gleich. Das RKI berichtet, dass vor allem sozial und ökonomisch schwache Menschen mehr von dem Virus betroffen sind als andere. Viele wohnen mit viel zu vielen Menschen auf viel zu geringem Raum. Andere können nicht einfach ins Homeoffice gehen, sondern sind gerade die Menschen, die in diesen systemrelevanten Berufen arbeiten, die auch immer wieder zur Arbeit gehen müssen. Nicht zufällig sind diese Stellen vor allem mit Schwarzen oder People of Color oder auch Frauen besetzt, die genau in diese Schicht fallen würden. Corona zeigt uns, dass diese Krisen nicht im luftleeren Raum passieren, sondern bestehende Ungerechtigkeiten noch verstärken. Das Gleiche sehen wir auch bei der Klimakrise. Dort ist es auch so, dass genau die Menschen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, am stärksten davon betroffen sind. Nehmen wir als Beispiel die Fluten, die wir jährlich in Südostasien beobachten. Die Tote, die wir dort verzeichnen, sind nur die Spitzen eines riesigen Eisbergs. Die Fluten verunreinigen nämlich zum Beispiel Trinkwasserquellen, zerstören Böden und Krankenhäuser, zerstören ganze Existenzen. Wenn wir Lösungen für diese Krisen suchen wollen, dann müssen wir diese Ungerechtigkeiten mitdenken. Für Corona scheint es nur eine Lösung zu geben, die Impfung. Dank transnationaler Bestreben und Änderung von Gesetzen und milliardenschweren Investitionen von Staaten in die Pharmafirmen haben wir jetzt Impfstoffe generieren können. Allerdings merken wir, dass es immer noch nicht funktioniert. Es gibt ein nationales Ringen um die Ampullen und es scheint einfach so, als wäre nicht genug für alle da. Aber das ist nicht so, weil es technisch nicht möglich wäre, sondern weil das politischer Wille ist. Dieser lässt nämlich lieber weiter einen verheerenden Lockdown weiterlaufen und uns in unseren Grundrechten einschränken, als die Pharmafirmen in ihren Profiten zu begrenzen und zu dieser Impfpatentlösung aufzufordern. Wir in Deutschland, auch wenn es so langsam läuft, haben nämlich die Aussicht darauf, jetzt uns impfen zu lassen,
Aber die im globalen Süden haben jahrelang vielleicht nicht die Möglichkeit. Indien und Südafrika haben schon im Oktober letzten Jahres die Auflösung der Impfpatente gefordert. Doch genau die Länder im globalen Norden, die nicht gerade auch zufällig sich auf der Liste der höchsten CO2-Emittenten sich wiederfinden, stehen dagegen. Doch so werden wir diese Pandemie nicht lösen können. Überall auf der Welt, wo Menschen sich nicht impfen lassen können, werden weitere Virusmutationen entstehen, wie wir schon in Großbritannien, Brasilien und Südafrika gesehen haben. So ist es auch ökonomisch fatal, die Impfpatente nicht aufzulösen, weil wir so uns immer abhängig machen werden von neuen Impfstoffen von Big Pharma. Das sind nämlich dann letztendlich die Profiteure dieser Krise. Wir sehen, dass die Politik, wenn sie Krisen als solche versteht, gewaltige Maßnahmen ergreifen kann und auch lösungsorientierte Forschung betreiben kann. Doch wir müssen diese Lösungen nicht nur für alle Menschen auf der ganzen Welt sehen, sondern auch für die Tiere und das Ökosystem, der sogenannte One Health-Ansatz. Diejenigen Staaten mit den Ressourcen und dem Geld sind für die gesamte Welt verantwortlich. Ein nationalistisches Denken wird uns nicht weiterbringen, denn sowohl das Virus als auch die klimatische Veränderung kennen keine staatlichen Grenzen. Wenn die Politik das nicht versteht, müssen wir als Gesamtgesellschaft an diese Stelle treten und uns die wichtigen Fragen fragen. Ob es gerecht ist, dass die Armen vermehrt sterben, ob es gerecht ist, dass der globale Norden mit dem Vermögen, das sie sich über Jahrhunderte durch Ausbeutung gesichert haben, jetzt weiter hoardet, und ob wir weiterhin ein System unterstützen wollen, das die Ausbeutung des Planeten unterstützt und somit unsere Gesundheit aufs Spiel setzt.